Willkommen zurück zu Fireworks Mania, einem neuen Workshop-Update. Wir stellen euch heute das March-Update vor. Mit 39 Artikeln, wobei ich glaube, das sind mehr. Ein paar überdimensioniert, muss ich sagen. Aber hey, wir gucken da mal rein. Wir fangen wie üblich an mit Raketen. Ihr erkennt die neuen Sachen daran, da stehen Preise dran. Ja. Ah ja. Oh, schick. Sehr nice. Okay, das war neu. Das ist mal wirklich neu. Okay. Da bin ich schon mal überrascht. Okay. Kann ja nur besser werden, ne? Ja. Ja. Ist eher so Salut, ne? Okay. Sieht eher aus wie so ein... Ja. Ich darf dir nicht sagen, aber... Nicht gut, nicht gut. Die hätte oben bestimmt so schön ausgesehen. Na, wir probieren das nochmal. Raketen. Das war die Voyager. Machen wir das mal so. Ich bin gespannt. Hebt sie ab. Ja! Okay, das hat auf jeden Fall auch was. Mit Glühwürmchen dabei. Sehr nice, doch. Ich würde sagen, wir gucken uns mal erst die Kleinigkeiten an. Habt ihr nicht mitgerechnet? Ich weiß. Ich habe keine Ahnung, was das ist. War unter Kleinkram. Aha. Okay. Ja. So. Für Kleinkram, ne? Habe ich vielleicht ein bisschen gefährlich dahingestellt. Sehr nice. Gefällt mir bisher echt gut, muss ich sagen. So, den stelle ich mal lieber ein bisschen weg, wenn die solche Effekte haben. Zack. So, die Xanidu. Xanendu. So. War auch unter Kleinkram. Aha. Oh, war auch schick. Ja. Vielleicht kriegen wir die auch in Multicolor und in gefächert. Das wäre aber richtig nice. So, hier ist aber noch eine Fontäne. Okay, die wir fragen auf. Ja, wir machen mal weiter. Also bis jetzt 90% positiv. So, Lucky 7. Ich befürchte, das sind so kleine Heuler. Nee. Ah. Oh, ist so knuffig. Aber ein Lemon. Check. Oh. Ah, für so ein kleines Ding. Echt gut. Doch. Gefällt mir. Blue Diamond. So. Hoppala. Oh. Oh ja. Wie die so rumwabbeln da oben. Voll toll. Und von den Farben her erinnert das so ein bisschen an die Jorge Venus von früher. Auch nicht verkehrt. So. Ich stelle heute auch nur ein Update vor, weil das zu viel wird. Ui. Das war klar. Das ist richtig schick. Oh.
Okay. Ich kann zwar den Namen nicht entziffern, aber das war großes Kino. Schade. Ja, ihr ladet euch jeder ganze Paket runter, ne? Von daher, ist ja wurscht. Habt ihr die dann auch. So. Weiter geht's. Jemand Grünes. Aha. Ah. Oh. Ja, genau so. Was hat noch gefehlt? Das ist ja richtig gut. Aha. Hey. Also eine reine Leuchtkugelbatterie hätte ich jetzt auch gefeiert. Quasi so ein Endless-Shooter. Der dann immer schneller geht. Und dann ja, doch. Was kann man so machen? Aber die Farben sind richtig gut, also. Aha, es wird schneller. So. Das sieht mal richtig gut aus. Wow. Okay. Also brauchst du die anderen Mods gar nicht mehr reintun, das ist da. Das ist ja schon. Ja, irgendwas mit Tail. Was ist das? Das ist aber gefährlich, wenn die daneben steht. Ei! Geht mal weiter. Ist ja immer noch die gleiche. Ja. Schick. Geht dann noch weiter. Was ist denn, ist doch nur so ein kleines Ding. Fertig? War doch nur so eine kleine Box. Okay. Die Raiders. Ui. Soundtechnisch hat mich das ein bisschen verwirrt, aber rein optisch echt gut. Spinner-Salutes. Ich ahne es. Mhm. Dass den kleinen Dingern rauskommt, ne? Das ist ja unglaublich, ist das ja. Was kommt denn dann jetzt aus dem hier raus? Ich glaube, den heben wir uns sogleich auf. Dann machen wir erstmal den Sunflower. Heide Witzka, du. Ui. Oh, der hat aber Reichweite, du. Heide, muss er noch weiter zurück. Okay. Das
Das sah gut aus. Okay. Dann nehmen wir mal erst den kleineren hier, ne? Rise on fire. Ja doch, fire. Muss ich jetzt hier auch wieder 5 Kilometer zurück? Was ist das? Aha. Muss man hier dranbleiben, ne? Gott, ein bisschen was von 10er. Große Box, nichts dahinter. Stand jetzt würde ich sagen, Lidl 29,99. Immer noch. Ja, das kriegt Lidl nicht mehr hin. Finale war ich gut. Doch. Am Anfang ein bisschen lahmarschig, aber dann kam er. So. The Panini Discovery. Ui. Oh, die drücken aber. Der Ton ist etwas komisch. Aber optisch echt gut. Sehr nice, doch. Alter Schwede. Ah, toll, jetzt war hell jetzt. Eieieiei. Okay, das war. Ui. So, wir machen mal eben wieder dunkel. So, Sonne weg. So. So, dann nehmen wir mal den Herkulin. Okay. Aha. Ja. Also sehr viele neue Effekte drin. Oh, schöner Sand. Saluts sind echt gut, also schön dumpf. Ui. Die sehen auch sehr gut aus. Ui. Sehr nice. Die brauchen wir nochmal einzeln. Also bis jetzt bin ich zu 99% positiv überrascht, muss ich ja sagen. Dann nehmen wir mal das Klavier hier. Ist das eine Fontäne? Nein, hör auf. Hat doch nicht eine Fontäne dran. Tatsache. Oh, da muss ich weiter weg. So, das war's. Ist, damit die Nachbarn auch was davon haben. Aber ich meine, das sieht mit dem Runterfallen sieht dann viel besser aus als sonst. Die Goldfäden, die runterziehen. Das sieht schon echt gut aus.
er schießt ein bisschen wild durch die Gegend, sag ich mal. Aber sonst, sehr gut. Wahrscheinlich brennt gleich wieder zwei. Ah. Das ist wieder dieser komische Ton. Ey. Ja, die Kleinen sieht man ja gar nicht, wenn die Großen da oben sind. Oh. Das All-in-One-Feuerwerk, würde ich sagen. Aber halt diesmal auch in schön. Ne, nicht so wie letzte Mal, was wir da hatten. Das kann man machen, doch. Das Ding hört gar nicht mehr auf. Mein Gott. Schön farbenreich. Wow. Okay, kommen wir zu den kleineren Kalibern. Das war ja schon, also die Batterien. Respekt. So, wir fangen mal hier an. Ich habe die mal versucht, ein bisschen nach Größe zu sortieren, das hat nicht ganz geklappt. Ui. Oh, schön. Ja, richtig gut. Da bin ich ja gleich schon auf die Großen gespannt. Schick. Aber verdammt viele neue Effekte drin. Wow. Endlich die Disco-Kugel. Fast. Aber wir kommen der Sache immer näher. Kann ich den nicht hier? Doch, kann ich. Naja. Hauptsache brennt. Halt wie eine Melone. Richtig gut. Gefällt mir. So, Stars and Stripes. Vielleicht ein bisschen zu zackig da oben, ne? Naja, aber. Ist ja bei der Menge, ne? Kann nicht alles top sein, also. Oh, da sind die schönen Saluts in einzeln. Sehr gut. Ja, 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 kann man so machen. Mal eben noch schauen, ja. Und noch ein bisschen, ja. Können wir nochmal durchziehen hier. Ja. Hey. Auch schick. Ja, ist auch umgefallen. Ja, nehmen wir erst die große Melone. Bin schon etwas gespannt. Oh, schöner Aufstieg. Okay. Oh. Bis jetzt überraschen auch die mich alle, also. Ja, schlicht und einfach. Ich hätte jetzt, also anhand der kleinen Rohre hätte ich jetzt nochmal dreifach erwartet. Ja, dann nehmen wir etwas größeren. Oh, sehr nice. Richtig hübsch. Wenn jetzt nochmal überall kleine aufgehen. Nein. Das war schon gut. Das war.
So. Aha. Okay. Das, ja, das ist schon. Also den Aufstieg, den mag ich ja, ne? Oh, das war richtig geil bunt. Gefällt mir mal besser hier. Okay, wenn die das können, was können dann die Großen? Das ist endlich nicht mehr dieser Einheitsbrei, weißt du? Das, oh, schön. Da steckt auf jeden Fall sehr viel Mühe. Wow. Ich frage mich gerade, wie viele Feuerwerksvideos man geguckt haben muss, um die ganzen Effekte nachzubauen. Und wie, irgendwie oft. Und wie lange du dann an den Effekten sitzt. Das ist ja schon... Boah. Richtig gut. Kriegen wir auch Herzchen? Man möchte ja nicht gierig werden, aber Herzchen brauchen wir noch. Klasse. Ja, leider bleiben uns jetzt nur noch die Großen. Habe ich den noch nicht gehabt? Doch. Der sieht eigentlich am stylischsten aus, ne? Den machen wir zum Schluss, komm. Machen wir erstmal den hier. Also von der Größe her hätte ich jetzt gedacht, okay. Oh, naja, gut. Ich bin beeindruckt. Dieser Feuertopf dabei unten, das ist auch genial. Also feiere ich das Update, ganz ehrlich. Unter das aber. Oh, die letzte normale hier. In Klammern normal, ne? Oh. Wieso geht der denn hoch? Zu der Grünen, ne? Ja, das haben wir jetzt aber nicht genau gesehen, Freunde.
Da müssen wir die grüne nochmal haben. Das, müsste ja die Radium sein. Theoretisch. Ich stelle die mal hier hinten hin. Ja, das ist auch. Guck mal. Dann müssen wir uns die nochmal angucken. Okay, die hat etwas mehr Durchschlagskraft. Das ist dann eher so schwarzes Loch mäßig. Aber daher kam nicht der Crackling. Aber das sieht... Wow. Wo war denn die... Da, die Patriot war das. So. Schauen wir uns die auch nochmal an. Typisch Ami-Farben, klar. Und Crackling, jawohl. Sehr nice, sehr nice. Ich muss sagen, fetten Respekt an den Modder. Das war ein großes Kino. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Batterie-Update. Was auch schon fertig hier liegt, aber ist, ne... Da kommen auch noch mal etliche Batterien. Also wir sehen uns bald wieder. Macht's gut.